Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt die Tiere umstallen und zwar den Stall so nach und nach leer machen. Der Stall soll ja verkauft werden, aufgrund der Tatsache, dass wir einen Kartenumzug vorbereiten. Dauert alles ein bisschen, das ist noch nicht die Woche erledigt. Da werden wir noch eine Woche komplett durchzocken müssen, nicht? Aber kein Grund zur Panik, das schaffen wir schon mal. Wir werden hier übers Tor einfahren. Probieren wir aus, ne? Papi ist recht groß, ne? Aber gut, mal schauen, ne? Dann gehen wir gleich Wasser. Mu. Weil. Ah, deswegen. Entschuldigung. Oh, da wird eng. Das Ding muss ich wegschieben. In den LKW. Vorwärts, vorwärts. Wie gerade das so schwer ist. Zu groß, zu dick. Wird nachhelfen. Sieht ja nicht anders. So, guck mal, Platz. Chris, Freunde. Deine Eltern kommen zu Besuch. Für immer. Um zu bleiben. So, R und verschieben. So. Das war die erste Runde, ne? Also 64 Tiere. Nebenbei müssen wir noch mit den Tiere versorgen, neu Futter geben und neu Wasser. Wasser läuft, glaube ich, noch. Und daher der Fall war zu groß. Wir werden nicht alle schaffen, aber wie gesagt, ein Großteil jedenfalls. Ich will ja hier noch den Mehl verkaufen noch, also von daher ist das aber da steht ja nur im Wege, das oben ganz sich. Sind 4 Jahre alt schon. Hätte der Umzug nicht in 2 Jahren ankommen können oder in 3. Dann hätte ich das die Tiere zum Stall gefahren, zum Händler gefahren. Du gehst zurück, Regress. Gib keine Milch mehr. Oder so ähnlich etwas. Ich war zum, naja, zum Schlachthof eigentlich normalerweise. Ne? Da ist der Lebensweg einer Kuh. Erst fleißig Milch geben und Kälber und dann nachher, naja, dann ist es zu Ende, ne, halt, ne? Man lässt das Tier nicht sterben, man muss es nachhelfen. Jetzt fahre ich doch so, naja gut.
Ding, dass sie nicht greifen. Doch gar nicht. Gut, dann muss es so gehen, ne? Verschieben! So, das waren 160. Bei Malo. Fast durch. Gut. Tiere noch entsprechend noch versorgen, ne? Mit Futter. Futter steht parat, wird auch nicht reichen. Dann muss ich den Fischfutter noch verkaufen, teilweise. Aber erstmal hier für die Tiere vor Ort. Ich wollte sagen, eine Kühe drin. So aus, ne? Jo. Ist 7:30, ne, sind früh. Tak. Und das ist der Ding. Vorwärts, ne? Das sind Transporte hier. Gut, ist übertrieben mit 64. Das ist, ja, ich würde mal so sagen, nicht möglich. Aber wiederum, Kälber werden ja auch als große Tiere berechnet. Für Kälber könnte das passen. Kann ich nicht genau sagen, wie viel da reinpassen. Wie viel davon Platz bekommen. Aber so viel garantiert nicht. Zu Ostzeiten hätte man gesagt, okay, jetzt werden wir die Kühe rübertreiben, ne? Wurden sie früher auch zur Weide praktisch über die Straße geleitet, kann man sagen. Durchs Dorf durch. Und wer da sein Gartentor offen hatte, der konnte man sagen, hat Pech gehabt, ne? Das war mal gratis gedüngt oder gratis umgeflügt, kann man sagen, ne? Wenn da hier zwei Kühe drin sind. Reinlaufen, das war ja nicht gerade für den Garten ideal. Vorgarten, wie gesagt, Vorgarten mit Blumen, ne? Nicht nur Gemüsegarten oder so, da kamen sie allgemein nicht hin, das war hinterm Haus. Aber vorne gab es ja so einen kleinen Blumengarten, gibt es noch. Und ich wollte eigentlich nicht da reingehen. Gut. Ich wollte eigentlich hier auf C. Und schnell noch den nächsten holen, ne? Ich sortiere jetzt aber nicht aus, männlich und weiblich. Das mache ich jetzt nicht. Wenn da jetzt keine Weise, die männlich sind, ist egal. Ich muss nur so sehen, was ich nachher mache, mit den ganzen Tieren. Ob ich die männlichen Tiere einfach rausnehme und dann in den Kleinen reinbringe oder ob ich das
Ich werde hier mir auch einen Verkaufskurs errechnen müssen für die Kühe, weil die viele Milch kriege ich dann auch nicht für Arbeit und Marsch. Das ist ja leider mengenmäßig ein Problem, ne? Das sind keine Ahnung. Da kann man leider keine Gesamtzahl sehen, ne? Aber es, naja. Ja, das ist die Richtung. Wahnsinn. Ist aber nicht voll. Halbe Fahrt muss nicht machen, eine halbe Fahrt. Halb leer, ne? Muss nicht sein. Na, wie findet ihr den Regen? Wieder schön, ne? Lange nicht gehabt. Man, dass ich überhaupt noch so ernten konnte, das war echt ein Wunder gewesen, du. Ein Fantasiespiel hat man gesagt, okay, wir gehen mal in eine Kirche, ein kleines Opfer geben, ne? Kleine Spende. Das wird schön, ne? Glaub mir, das hätte nicht geholfen. Viele Bauern, die in den letzten Jahren der Trockenheit gelitten haben, haben einiges probiert. Jetzt funktioniert nicht. Wahnsinn. Was mich jetzt interessiert, das neue Spiel Farm Manager. Da werde ich mich jetzt noch ein bisschen näher befassen. Das kommt erst im nächsten Jahr raus. Also erst Quartal, sagen wir. Ne? Also erst Quartal heißt hier von Januar bis März ungefähr. Sollte man nicht auf die Goldwaage legen, dass es auch wirklich so kommt. Ich denke drüber nach. Also, es sieht nicht ganz so aus wie hier. Es ist optisch gesehen alles kleiner, auch weniger schön. Aber es ist halt nur Managen, ne? Also, als richtig Angestellte. Muss ich mal noch schaffen, beschäftigen, ob das jemand mag, ne? Kann man dazu sagen, ne? Mir muss es auch gefallen, ne? Der Stall ist leer. Junge, ich hab's geschafft heute. In der heutigen Folge. Sonntag haben wir alle Tiere rübergefahren. Und nur mit den neuen Anhängern, ne? Den anderen lasse ich da drin. Der Stall wird ja hoffentlich so bleiben. Neuen Karte, hoffe ich, kann ihn hoffen. Und wenn das nicht der Fall ist und der Stall dann nicht so bleibt, dann muss ich wieder umdisponieren. Es klingt banal, dann muss ich mir einen Stall setzen auf, naja, wird schwierig, weil oder ich muss die Radikallösung durchnehmen und die verkaufen komplett und dann sagen, okay, wir kaufen eine neue, oder ich behalte die halt und ich zähle mir halt durch und kaufe mal neue Tiere dazu. Und dadurch, dass sie ja keine Milch geben, würde ich dann den Kälber auch als ganze Tiere nehmen, ne? Also als große. Und so einen kleinen Ausgleich hinzukriegen. Einen kleinen. Aber mal sehen. Von. Ich wollte ja andere Stelle hinbauen und zwar mit Futteranlagen. Das ist. So. Wird versorgt. Jetzt gehen wir gleich mal im Menü. Garage. Diese Fahrzeuge. Zurückgeben.
Ja. Je weniger Fahrzeuge wir haben, umso besser ist es. Da haben wir Glück gehabt, nicht drin sollen. Erstmal gucken wir, das ist ja Mischraschung, ne? Bevor wir den anderen Stall verkaufen, müssen wir erstmal sehen, dass wir da ups. Wasser gehen. Das läuft noch. Alt S, gucken wir an. 489 Tiere. Am Schluss schon ganz so schlecht aus. Heugras ist klar. Der ist leer. Ja, haben wir viel verschenkt. Ne? Heu. Heupellets, Gras. Gut, Gras ist ja auch weiter. Ne? Milch haben wir drin gehabt. 48.000. Also haben wir noch. Ne? Also. Das sieht gut aus, Junge. Das haben wir gut hingekriegt. Nur ein bisschen Fuhr noch holen, ne? So, da fahren wir nicht durch. So, auf zum Mischfutterfabrik. Ja, so ist das. Ha, so ist aber die Zeit abgelaufen, Freunde. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs zu gucken. Ne? Das gleich, aber egal. Ja, und dennoch schönen Dank fürs fleißig abonnieren und liken. Wer es noch nicht getan hat, wer mir helfen will, dass ich wachse, sowas kann ein Kanal in Höhe katapultieren. Also durch fleißiges Zuschauen, fleißiges Liken, ab und zu mal kommentieren, das ist hilfreich, das bringt den Algorithmus auf die Sprünge von YouTube und im Grunde werde ich dadurch bei nächsten Zuschauern vorgeschlagen. Also das ist dann das, was ihr machen könnt. Das kostet euch nichts. Kleinen Klick, kleines Wörtchen, hallo. Und das war's. Und natürlich fleißig gucken, ne? Versuchen jedenfalls. Ich sag mal, tschüss oder schau. Schönen Dank fürs Reinschauen. Nächstes Mal geht's weiter mit Fütter und mit Milch verkaufen. Drainage und so weiter und so fort. Dann bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und noch schönen Restsonntag.